Hallo und willkommen in Ralfs Bastelbude. Ich teste heute für onetodo.com den Bosch Universal Hammer 18V und ich bin schon gespannt, ob der wirklich so gut ist, wie er sich anfühlt. Ich habe den Universal Hammer 18V bekommen mit einem 4 Amperestunden Akku, einem 2,5 Amperestunden Akku, dem Ladegerät und einem Bohrfutter zusätzlich. Das Gerät ist wieder in einem wunderschönen, altbekannten grünen Cover geliefert worden und das finde ich auch gut. Da ist er gut drin aufgehoben, passt ja alles rein. Zusätzlich zum Gerät habe ich natürlich wieder wie immer einen Fragenkatalog von den Produktmanagern bekommen. 15 Fragen, die ich im Laufe des Tests entsprechend beantworten werde. Folgende Geräte soll er bei mir eigentlich ersetzen. Einmal den Uneo Max, das ist ein Schlagbohrer mit Akku von Bosch. Dann meine Hilti TE10, die ich bisher eigentlich für alle Löcher in Wände und Decken verwendet habe. Und den AEG Pneumatik 3000X Fixtech. Das ist so das Teil, was ich verwendet habe, wenn es darum geht, mal ein paar Fliesen abzustemmen oder ein paar kleine Stemmarbeiten zu machen. Die drei Geräte sind also im Endeffekt die Gegner, gegen die der Universalhammer 18V antreten wird. Und ich bin gespannt, ob er das schafft. Der Uneo Max hat natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Das ist ein richtig schön kleines Gerät. Super leicht. Und es ist halt kein Bohrhammer. Das heißt also kein pneumatisches Werk. Sondern der hat ein einfaches Schlagwerk. Eine Schlagbohrmaschine. Und bis 8 mm hat er eigentlich so ziemlich jede Wand bis jetzt gemeistert. Dann haben wir hier die Hilti TE10, ein Klassiker, die ist auch schon ein paar Tage alt. Ich denke mal so um die 30 Jahre wird sie auf dem Buckel haben. Zig Holzdecken gemacht. Das Ding hat bis jetzt in jede Betondecke reingebohrt. Also bis jetzt gab es noch nichts, wo sie aufgegeben hätte. Allerdings kann sie nicht meißeln, also die dreht immer. Und deswegen habe ich noch so ein ganz altes Schätzchen, die AEG Pneumatik 3000X Fixtech. Und das ist eine Maschine, die kann eben auch rein meißeln, ohne zu drehen. Und dadurch, dass sie relativ leicht ist, ist es natürlich ideal, um mal ein paar Fliesen abzustimmen. Dafür hat sie auch genug Kraft. Und ja, macht ihre Arbeit seit vielen Jahrzehnten. Die drei Maschinen haben natürlich alle ihre Vorteile, aber halt eben auch ihre Nachteile. Es sind drei Maschinen und es wäre natürlich schon toll, wenn der Universalhammer 18V die alle drei ersetzen könnte. Der Uneo ist halt für gröbere Sachen, ja, da hat er einfach nicht genug Dampf und eben auch kein pneumatisches Werk. Die Hilti, kabelgebunden, kann nicht meißeln, ja, hat also auch ihre Nachteile. Und die AEG kann zwar meißeln, aber halt auch wieder kabelgebunden und Akkugeräte sind halt doch komfortabler. Was die Bedienung angeht, gibt der Universalhammer 18V keine Rätsel auf. Wir haben hier den Knopf zum Einschalten, hier haben wir den Rechts-Links-Lauf. Und an dem Knopf hier stellt man die Funktion ein. Das ist einmal Bohren ohne Hammer, einmal Bohren mit Hammer. Hier ist zum Verstellen der Meißelposition, da rastet es auch nicht ein. Und da haben wir dann reines Meißeln, also ohne dass sich das Futter dreht. Aber da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Das Gerät fasst sich super an. Hier ist alles schön, was hier schwarz ist, ist gummiert. So, und damit das nicht so auf die Gelenke geht mit dem Schlagbohren und dem Hämmern, ist der Griff entsprechend gelagert. Das heißt hier, man sieht es. Das ist federnd gelagert. Das ist schon eine gute Sache. Der Zusatzgriff ist leicht abzubauen. Einfach hier die Schraube auf. Das kennt man ja auch von anderen Geräten. Ja, und allzu schwer ist die Maschine auch nicht. Man hat auch eine kleine Beleuchtung hier vorne dran. Die beleuchtet von unten. Das ist grundsätzlich eine schöne Sache.
Blöd nur, wenn der Griff dran ist und man den Griff nach unten hat, dann ist halt die Beleuchtung hinterm Griff. Weiterer kleiner Punkt, wo ich was verbessern würde, ist, die Lampe geht erst an, wenn sich das Bohrfutter dreht. Das heißt also, es gibt keine Schalterstellung, wo ich einfach nur mal die Lampe anmachen kann, um zu sehen, wo ich hin will mit dem Bohrer. Das ist ein bisschen schade. Das ist der Tiefenstopp hier. Da sind wohl hier auch Markierungen drauf, aber die kann man echt schlecht lesen. Das kann man wirklich nicht lesen. So, und das wird hier einfach so eingeklemmt. Das ist eine sehr einfache Sache mit dem Tiefenstopp. Einfach hier das Hebelchen runterziehen und dann kann man den Tiefenstopp entsprechend einstellen. Ablesen, wie gesagt, kann man halt nicht gut, aber ich glaube, das ist auch nicht so entscheidend. Das Bohrfutter hier liegt noch mit bei. Ganz ehrlich, also weder bei der Hilti noch bei der AEG habe ich das, glaube ich, jemals genutzt. Da liegt auch so ein Bohrfutter bei. Ja, weiß nicht, ob man sowas braucht. Da wäre es, glaube ich, schöner gewesen, man hätte hier noch so einen kleinen Adapter für Bits beigelegt. Der liegt hier nicht bei. Ganz toll finde ich hier den beigelegten Quick Guide. Das ist mal eine richtig gute Idee. Hier wird auf der Rückseite kurz und einfach beschrieben, welche Schalterstellung für was gedacht ist. Hier wird es noch mal kurz gezeigt. Auch noch mal ganz wichtig, dass man eben mit dem Bohrfutter drin oder mit einem Bithalter die Hammerfunktion ausgeschaltet haben muss und ganz unten welche Akkugröße empfohlen ist, bei welcher Arbeit. Ist klar, was beim Stemmen, beim Fliesenabstemmen zum Beispiel, dass man da schon einen dicken Akku mit 4 Amperestunden braucht. Nach so viel Theorie jetzt direkt mal zur Praxis. Hier habe ich mal so einen Knochenstein. Und den werde ich verwenden, um das Bohren in Beton zu simulieren. Mit allen 4 Maschinen. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Zuerst mit der Hilti TE10. Das Ding ist, wie gesagt, mindestens 30 Jahre alt. Und hat schon ganz, ganz, ganz viele Löcher gebohrt. 8er Bohrer. Ich glaube, in dem Fall ist es ein Bosch-Bohrer. So, legen wir mal los. Ich habe hier im Grunde genommen ohne irgendeinen Druck gebohrt, habe die Maschine alleine bohren lassen. Geht rein wie in Butter. Die nächste ist die AEG Pneumatik 3000X. Auch wieder ein 8er Bohrer. Hammer ist eingeschaltet. Zack. Ja, ist ein bisschen langsamer gegangen. Dann ist die nächste die Uneo Max. Das ist natürlich kein richtiger Bohrhammer. Das ist eine Schlagbohrmaschine mit Akku. Auch wieder 8er Bohrer drin. Und da schauen wir mal, wie es läuft. Also, mit dem 8er Bohrer in Beton überhaupt gar kein Problem. Und zum Schluss der Herausforderer, der Universalhammer 18V. Da werden wir mal schauen, wie es läuft. Ja,
also ganz ehrlich, ich mache jetzt nochmal ein Loch mit der Hildi, aber bis jetzt, gut, es ist die neueste Maschine, aber das ist ja schon mal geil. Und hier sehen wir auch wieder den Nachteil mit dem ganzen Kabelsalat. Nee, also tatsächlich die T10 hat dann doch noch ein bisschen mehr Wumms. Das geht noch ein bisschen schneller als mit dem Akkugerät von Bosch. Aber ja, ich würde sagen, es geht gut. Es geht richtig, richtig gut. Und weil das gerade so gut gegangen ist, habe ich jetzt hier mal einen 22er Steinbohrer drin. Und ich glaube, da wird der Stein wahrscheinlich zerspringen. Mal gucken, ob ich hier eine Stelle finde, wo ich reinbohren kann. Mache ich mal hier. Ja, das geht auch richtig gut. Natürlich muss man da ein bisschen Geduld mitbringen. Ich meine, 22 in Beton ist natürlich auch heftig. Also bis zur Hälfte ungefähr bin ich jetzt hier drin. Und jetzt spannen wir das mal um. Und machen den Rest mit der Hildi. Natürlich, es geht schon mit der Hildi ein bisschen besser, aber trotzdem, die Bosch kann man auf jeden Fall dafür verwenden. Das ist schon erstaunlich, also ich bin begeistert. Für was es diese Zusatzfutter hier, diese Spannfutter gibt, bleibt mir ein Rätsel, weil so ein Bohrhammer ist eigentlich für Metall zu bohren gar nicht geeignet. Da ist die Drehzahl viel zu niedrig. Und meistens sind die Dinger auch viel zu groß. Was noch dazu kommt, ist, das Drehmoment ist meist nicht so dolle. Also das heißt, bei kleinen Metallbohrern habe ich zu wenig Drehzahl und bei großen Metallbohrern zu wenig Drehmoment. Was Holzbohrer angeht, ja, okay, könnte man einspannen, aber wer bitteschön bohrt Holz mit einem Bohrhammer? Ein 8,5 mm Kobaltbohrer von KBB. Wird immer der gleiche Bohrer sein, damit das einigermaßen gerecht ist. Also es ist durchaus machbar. Das Einzige ist halt, die Maschine ist halt riesengroß. Als nächstes die Hildi. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen eine wackelige Sache. Der nächste ist der Uneo. Ja, auch der Uneo macht das. Und zum Schluss der Universalhammer. Auch der Universalhammer macht das. Bei Holz fangen wir mal mit dem 12er Holzbohrer an. Das ist Buche, fast trocken. Und da schauen wir mal, wie das geht.
Ja, das geht hervorragend. Warum auch nicht? Und da hätten wir noch einen 22er Bohrer, übrigens auch ein Bosch. Und da schauen wir mal, wie es da aussieht. Da sollte ich vielleicht mal den Griff dran machen. Nee, das ist ein bisschen viel. Also 22er. Das wird nichts. 22er ist dann doch ein bisschen viel. Zur Not geht es aber, das ist nicht das, für was die Maschine gemacht ist. Und mit dem Futter vorne dran ist das Ganze dann doch auch irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, unhandlich. Aber wenn wir gerade dabei sind mit Holz, dann habe ich hier noch einen Adapter. Kann man das erkennen? So, einen Adapter SDS Plus. Und dann schauen wir mal, ob der eine Schraube hier ins Holz reinbringt. Da fehlt ihm dann einfach die Übersetzung oder die Untersetzung. Die Schraube wird nicht versenkt, geht gerade so rein. Das ist nichts. Wenn man dann eine Meißel arbeiten will, muss man natürlich hier entsprechend umstellen. Nicht nach Hämmern, sondern erstmal hier auf die Stellung. Beim runden Meißel ist es wurscht, aber hier kann ich jetzt erstmal meine Meißelposition einstellen. Und dann auf reines Hämmern. Das heißt also, hier dreht sich das Futter nicht. Jetzt mal mit dem Flachmeißel. Das geht echt gut. Mal gucken, ob er den Stein auch durchkriegt. Das ist schon eine harte Nuss. Die AEG Pneumatik 3000X ist schon ziemlich alt. Ich denke mal auch so über 30 Jahre. Mal gucken, ob die das schafft. Ja, da ist wohl ein bisschen mehr Dampf drin. Bohren auch mit einem größeren Bohrer überhaupt gar kein Problem. Dafür
ist er hervorragend geeignet. Nachdem ich den Universalhammer 18V jetzt wirklich in allen Lebenslagen ausprobiert habe, kann ich mir ein Urteil bilden und das fällt ziemlich eindeutig aus. Für die normalen Arbeiten, die man so im Haushalt hat, das heißt also Löcher bis 12 mm in Stein, Beton, was auch immer in Mauerwerk bohren, ist überhaupt gar kein Problem. Dafür ist er sehr, sehr gut geeignet. Man kann damit auch Fliesen abstimmen oder auch mal ein paar kleinere Schlitze kloppen. Aber so richtig Dampf hat er dann im Meißelbetrieb nicht. Aber zum Fliesen abstimmen wird es wohl in allermeisten Fällen reichen. Also auch da ist er wirklich geeignet für. Das ist für eben den Heimwerker, nicht für den Handwerker. Der Handwerker, der halt irgendwelche in Beton gelegte oder in Zement gelegte Fliesen entfernen muss, der arbeitet mit anderem Werkzeug. Wenn man irgendwo Betonwege wegstemmen will im Garten, da kommt man mit dem kleinen Teil hier nicht sehr weit. Da braucht man anderes Werkzeug. Aber für die normalen Tätigkeiten, die man im Haushalt so hat, eine Lampe aufhängen, ein Dübel in die Wand, eine Küche aufbauen, Hängeschränke aufhängen, dafür ist er wunderbar geeignet. Die Geschichte mit dem Zusatzfutter und dann in Holzbohren oder in Metallbohren, das ist eher ein Kompromiss. Ich persönlich würde da eher einen ganz normalen Akkuschrauber dafür verwenden. Dafür ist das Ding hier einfach auch zu unhandlich. Aber das ist bei allen Bohrhämmern so, irgendwo muss man eben Kompromiss eben machen. Und mit dem zusätzlichen Bohrfutter vorne drauf, da wird das Ganze auch ein bisschen instabil. Also es ist meiner Meinung nach wirklich nur im Notfall dafür geeignet, mal in andere Materialien zu bohren. Das ist ein Bohrhammer, der ist gedacht für Wände. Stein, Beton, was auch immer, irgendwas Mineralisches. Mit dem 4 Ampere-Stunden Akku hält er auch ewig lang. Also ich habe jetzt die Zeit nicht gestoppt, aber das werden wahrscheinlich schon 100 andere gemacht haben. Er hält super lang mit dem 4 Ampere-Stunden Akku. Wie bei allen Akkugeräten braucht man natürlich einen Wechselakku, wenn man größere Vorhaben, wie zum Beispiel eine Holzdecke machen oder sowas hat, wo man dann eben an einem Tag mal 100 Löcher bohren muss, da braucht man einen Akku zum Wechseln. Ganz einfach. Aber das ist bei Akkugeräten eben einfach so. Ob ich meine Hilti und die AEG und den Uneo Max jetzt in Rente schicken kann? In Teilruhestand. Also wird wahrscheinlich eher selten vorkommen, dass ich die Hilti nochmal vom Regal hole. Weil für die normalen Arbeiten reicht der Universalhammer 18V. Da reicht der vollkommen. Und ist natürlich praktisch ohne Kabel. Das heißt also, er wird in ganz, ganz vielen Fällen, ich sag mal in 85%, vielleicht 90% der Fälle bei mir, die Hilti ersetzen. Genau das gleiche auch dann bei dem AEG. Der Stemmhammer ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr Dampf. Aber halt auch nicht so viel, dass man jetzt irgendwo Betonwege im Garten wegstemmen könnte. Also das ist dann so das Mittelding zwischen dem kleinen hier und ja, so einem großen Kangoo oder sowas. Ein Schrauber wird er nicht ersetzen. Ein Akkuschrauber bleibt ein Akkuschrauber, der ist kompakter. Da bin ich sogar bei den 12-Volt-Geräten, weil die einfach leichter sind, kompakter sind und angenehmer zu bedienen dann. Wie immer bei meinen Tests für One2Do habe ich auch wieder hier einen Fragebogen von Bosch bekommen mit Fragen zum Gerät. Und die will ich jetzt hier noch beantworten. Welche Projekte hast du mit dem Universalhammer 18V durchgeführt? Wo hast du gearbeitet, innen und außen oder innen und außen? Ja, beides. Ich habe leider nicht immer die Kamera mitnehmen können und
Deswegen habe ich nicht von allen Projekten, die ich damit durchgeführt habe, Bilder. Ich habe eine Satzschüssel aufgehängt in normalen Hohlblocksteinen, also ganz normaler Außenwand. Und das ist ja keine Kunst für so einen Bohrhammer. Ich habe den Universalhammer 18V mitgehabt bei einer Fernsehgeschichte. Habe da gezeigt, dass man wunderbar damit auch in Beton bohren kann. Und als Beispiel habe ich da mit Knochensteinen gearbeitet und das hat wunderbar funktioniert. Für welche Anwendung hast du das Gerät am meisten genutzt? Bohren ohne Hammerschlagfunktion oder Bohren mit Hammerschlagfunktion? Meißeln. Also ich habe die tatsächlich auch dafür benutzt, wo gebaut ist, das Bohren mit Hammerschlagfunktion in mineralische Wände. In Fliesen habe ich jetzt nicht gebohrt. Das ist allerdings auch mehr bohrerabhängig als bohrmaschinenabhängig. Das Bohrfutter läuft ordentlich rund. Also das wäre mit Sicherheit auch kein Problem gewesen. Die Hammerschlagfunktion mit ihren 2 Joule, absolut ausreichend von der Kraft her für eben das normale Bohren bis etwa 8 bis 10 mm Durchmesser. Die dritte Frage ist Bohren mit Hammerschlag. Welche Materialien hast du bearbeitet? Welches Zubehör hast du verwendet? Länge und Durchmesser des Bohrers? Und wie zufrieden warst du mit der Hammerschlagfunktion beim Bohren? Wie gut entsprach der Arbeitsfortschritt deinen Erwartungen? Wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, also die Bohrfunktion mit Hammerschlag bis etwa 8 bis 10 mm Durchmesser ist in sämtlichen mineralischen Materialien wunderbar. Also da gab es nichts zu meckern. Ich habe gebohrt zwischen 6 mm und ja, ihr habt es ja gesehen, auch die großen Durchmesser, da hat es dann irgendwann, hat er dann aufgegeben. Aber bis 10 mm ist es überhaupt gar kein Problem, damit zu arbeiten. Ich war wirklich zufrieden mit der Hammerschlagfunktion, also da kann man nicht drüber meckern. Der Arbeitsfortschritt hat sogar meine Erwartungen echt übertroffen. Also ich hätte dem Akkugerät das nicht zugetraut. Hat er gut gemacht. Vierte Frage, bohren ohne Hammerschlag. Welche Materialien hast du bearbeitet? Mauerwerk, Hart, Weichholz, Gipskarton und welche Zubehörer hast du verwendet? Ohne Hammerschlag habe ich diverse Löcher in Metall, Holz, diverse Holzarten ausprobiert und habe auch sogar das Schrauben nochmal ausprobiert. Aber um die Holzbohrer oder Metallbohrer einzuspannen, braucht man halt das Zusatzfutter und das funktioniert halt nicht so gut. Das ist nicht die Stärke des Bohrhammers. Zur fünften Frage, Meißeln. Welche Materialien hast du bearbeitet? Welche Zubehör hast du verwendet? Wie zufrieden warst du mit der Meißelfunktion? Wie gut entsprach der Arbeitsfortschritt deinen Erwartungen? Das mit dem Meißeln hat wunderbar geklappt. Es ist halt kein Wunder an Kraft. Dafür ist er leicht. Zum Fliesenabstimmen absolut in Ordnung, um mal einen kleinen Schlitz zu kloppen, absolut in Ordnung. Den Gartenweg aus Beton wegzustimmen, keine Chance. Also man muss halt immer die Kirche im Dorf lassen und das, was das kleine Gerät kann, kann es richtig gut. Sechste Frage, in welcher Position hast du das Gerät während deines Projekts genutzt? Vertikal, horizontal, über Kopf? Hauptsächlich vertikal und horizontal. Das heißt also, bei den Metall- und Holzgeschichten habe ich eigentlich fast immer von oben gebohrt. Und bei den Bohrungen in Stein habe ich sowohl von oben als auch von der Seite gebohrt. Über Kopf habe ich tatsächlich das Gerät gar nicht benutzt. Wird aber wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Und da hat man eben den Vorteil, dass es nicht so schwer ist. Und gerade auf der Leiter ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man eben kein Kabel am Gerät hat. Welchen Akku, 4 Ampere, 2,5 Ampere Stunden, hast du bei welcher Anwendung verwendet? Die ersten Tests habe ich tatsächlich mit dem 2,5 Ampere Stunden Akku gemacht. Das heißt also, das Schrauben, das Bohren in Holz, auch das Bohren in mineralische Werkstoffe. Und das hat auch mit dem 2,5 Ampere Stunden Akku wunderbar funktioniert. Den 4 Ampere Stunden Akku habe ich dann auch hauptsächlich zum Meißeln benutzt, weil da braucht man halt echt Kraft. Und bei den größeren Durchmessern
beim Bohren in Stein oder Beton, da ist dann halt auch der 4 Amperestunden Akku nicht nur, dass er länger hält, sondern dass er einfach auch mehr Iwan im Ärmel hat, wie ein bekannter anderer YouTuber sagt. Waren die am Gerät vorhandenen Schalter gut erreichbar und funktionieren diese einwandfrei? Ja, waren alle sehr gut erreichbar, haben einwandfrei funktioniert. Was übrigens auch ganz hervorragend funktioniert, ist der Bohrerwechsel. Das heißt, man muss da nicht den Bohrer in einer bestimmten Position halten, sondern man steckt den einfach in das SDS Plus Bohrfutter rein und er schnappt einen. Das klappt wunderbar. Ach, das wäre auch die nächste Frage gewesen. Wie empfindest du den Werkzeugwechsel der Bohrer oder Meißel am Gerät? Ja, wie gesagt, das funktioniert echt richtig klasse. Ich zeige das hier mal. Wenn ich einen Bohrer wechseln will oder einspannen will, einfach nur rein und fertig. Das geht wirklich mit einer Hand, also das klappt hervorragend. Beim Meißel genau das gleiche Spiel, einfach nur rein, zack, fertig. Jetzt steht der Meißel hier in der blöden Position. Wenn ich das ändern will, drehe ich das hier auf die Funktion Meißel drehen oder Meißel ausrichten. Ich richte mir den so aus, wie ich den gerne hätte. Jetzt hier in dem Fall in einer waagrechte Position. Schalte dann hier auf Meißeln und der Meißel ist hier fixiert. Das ist eine echt tolle Sache. Also das funktioniert hervorragend. Die 10. Frage bezieht sich aufs Design vom Gerät. Sprich Ergonomie, Gewicht, Vibration, Geräuschentwicklung, Beleuchtung des Arbeitsbereichs und Optik. Fangen wir bei der Optik an. Zum Glück ist das wieder das ganz normale Bosch Grün. Diese Sache hier ist ausgestanden, hoffe ich. Das war nicht schön. Also die Farbe, weiß nicht. Da ist das Standard oder das herkömmliche Grün einfach schöner, finde ich jetzt. Aber das ist Geschmackssache. Der eine mag das, der andere lieber das. Ich finde das so in diesem Grün. Mir gefällt das. Die Beleuchtung gefällt mir allerdings nicht. Hier vorne hat der Bohrhammer so eine kleine Beleuchtung und die geht an, sobald man Gas gibt. Sobald das Bohrfutter dreht, geht die Beleuchtung an. Das würde mir besser gefallen, wenn das schon angehen würde, wenn man den Schalter nur leicht antippt, damit man sich die Markierung zum Bohren mit Licht suchen kann. Was auch nicht so glücklich gelöst ist mit der Beleuchtung von hier unten, ist halt, wenn der Griff dran ist und ich den Griff nach unten gedreht habe, dann beleuchte ich eigentlich nur die Rückseite vom Griff. Nicht so clever gelöst. Auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, wenn dann hätte man vielleicht hier oben so ein Bürzel drauf machen müssen, dass die Birne dann dran vorbeileuchtet oder die LED. Schwierig. Aber so ist es jedenfalls, leuchtet dann halt nicht mehr in dem Bereich, in dem man es vielleicht brauchen könnte. Im Zweifelsfall muss man halt dann den Griff zur Seite machen oder eben, wie es wahrscheinlich auch in allermeisten Fällen sein wird, Griff einfach abmachen. Dann stört er auch nicht. Problem ist halt nur, wenn der Griff ab ist, dann bekommt man den nicht mehr im Koffer. Glaube ich. Ne? Der muss dran sein, sonst kriegt man ihn nicht mehr in den Koffer rein. Das ist natürlich, ja, das ist nicht optimal gelöst mit der Birne, mit der Beleuchtung. Geräuschentwicklung, ja, für den Bohrhammer absolut in Ordnung. Ich lasse mal ohne Hammer laufen. Und mit Hammer. Macht halt Krach. Das ist halt ein Bohrhammer. Ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Aber die Geräuschentwicklung ist jetzt nicht übertrieben. Also jede andere Maschine, jeder andere Bohrhammer macht genauso viel Krach.
Vibrationen ist ja gut gelöst. Das hatte ich im Video gleich am Anfang schon gezeigt, dass hier eben der Griff federnd gelagert ist. Das ist eine gute Sache. Gewicht ist absolut in Ordnung. Bei den technischen Daten hatte ich das Gewicht, glaube ich, schon mal gesagt. Und von der Ergonomie her gesehen, es ist der Bohrhammer lässt sich einfach gut halten. Rechts-Linkslauf ist wie immer super einfach zu bedienen. Auch das ist meiner Meinung nach die bessere Lösung als die Hightech-Variante mit dem Tipptaster bei dem Advanced Drill. Bei dem Advanced Drill hat man eben nicht nur die andere Farbe, sondern man hat auch diesen Tipptaster zum Umschalten vorwärts, rückwärts. Da bin ich nie mehr zurechtgekommen. Das ist nicht mein Ding. Das hier ist die herkömmliche Variante. Hin und her drücken funktioniert einfach wunderbar. Da kommt jeder direkt intuitiv mit zurecht. Hier die Einstellung, auch das habe ich gezeigt am Anfang vom Video, klappt auch wunderbar. Also es gibt hier, was Ergonomie angeht, nichts zu meckern. Inwiefern entspricht die Inwiefern entspricht der Qualitätseindruck des Gerätes deinen Anforderungen? Ja, ist vernünftig gemacht. Ich habe bis jetzt noch nie ein Bosch-Gerät gehabt, das qualitativ irgendwie schlecht zusammengebaut wäre oder sowas. Die sind ordentlich zusammengebaut. Es ist eine gute Anfassqualität mit den vielen gummierten Teilen. Das fühlt sich einfach schön an. Die 12. Frage: Was gefällt dir besonders gut an dem Gerät? Und warum? Was gefällt mir besonders gut an dem Gerät? In allererster Linie, dass es ein Akkugerät ist, dass es hier einfach kein störendes Kabel mehr gibt, das ist eben ruckzuck einsatzbereit. Und es ist für mich ein sehr, sehr guter Kompromiss zwischen Größe, Gewicht und Leistung. Was nützt mir das ultra starke Gerät, das, was ich mit dem ein Haus abreißen kann, wenn ich 2 Mann brauche, um das hochzuheben? Oder wenn mir nach 5 Minuten einfach der Arm abfällt? Ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Kompromisslösung zwischen Kraft, Gewicht und Größe. Das passt hier einfach. Das ist das, was mir besonders gut gefällt an dem Gerät. 13. Frage: Hast du den Quickstart Guide vor Inbetriebnahme des Universalhammer 18 Volt zur Information herangezogen und fandest du ihn hilfreich? Hast du eine Information vermisst oder gefunden? Ja, habe ich. Ich habe mir das Teil angeguckt. Das ist hier das. Da habe ich auch schon drüber gesprochen am Anfang vom Video und ich finde es klasse. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Und da habe ich übrigens auch rausgefunden, wie man den Meißel dann dreht. Welche Position oder für was diese Position vom Schalter ist. Also tolle Sache. Würde mir als Anleitung sogar komplett ausreichen. Nochmal drauf gucken, ob ich irgendwas vermisst habe. Vielleicht nochmal ein Hinweis. Ich meine, die grünen Bosch-Geräte sind für Heimwerker und da gibt es halt auch oft Anfänger drunter. Und da wäre vielleicht ein Hinweis, dass man, bevor man loslegt mit dem Bohren, sich klar sein sollte, ob in der Wand eine Stromleitung oder eine Wasserleitung drin ist. Noch schlimmer, eine Gasleitung. Also dass man sich wirklich vorher im Klaren sein sollte, ob in der Wand irgendwas verlegt ist. So ein Hinweis wäre vielleicht gar nicht so verkehrt in diesem Quick Guide. 14. Frage: Wie gefällt dir die Verpackung des Geräts? Ich stehe auf diese Koffer, ich finde die klasse. Ich
bei diesen Kuffern hier wird im Netz ganz oft gemeckert und die wären nicht gut und diese Stapelkoffer wären die deutlich bessere Variante und. Ich persönlich finde es gut. Es wäre schön, wenn die wirklich alle die gleiche Größe hätten. Gibt insgesamt, glaube ich, 3 verschiedene Größen. Das wäre schöner, wenn die alle die gleiche Größe hätten, da könnte man sie besser stapeln. Aber man muss halt auch sehen, die kosten nichts extra. Das heißt also, jede Stapelbox, jede hochwertiger, jeder Systemer kostet halt richtig Geld. Und es gibt so viele Nutzer, die haben das Ding einfach nur irgendwo in der Vorratskammer oder im Keller stehen und da braucht man keinen Systemer. Das ist kein Handwerkergerät, das ist ein Heimwerkergerät. Und für Heimwerker ist absolut ausreichend, wenn man einen schönen Koffer hat, wo das ganze Zubehör drin ist, dass das vernünftig sauber verstaut ist und mehr muss es nicht sein. Aber es ist auch gut, dass dieser Koffer dabei ist und nicht einfach nur eine Kiste aus Pappe, denn die ist halt nach ein paar Mal auf und zu machen meist nicht mehr ansehnlich. Die 15. Frage ist, hast du noch weiteres Feedback, welches du uns gerne mitteilen möchtest? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Gerät testen durfte, dass ich wieder mal als Tester ausgewählt wurde und ja, und dass ich diesmal wirklich ein Gerät habe, was ich auch richtig, richtig gut gebrauchen kann und was ein ganz, ganz, obwohl ich so viel Werkzeug habe, ich habe ja wirklich sehr viel Werkzeug, ich habe bestimmt 20 Akkugeräte von Bosch und das ist ein Gerät, was ich wirklich gut gebrauchen kann. Deswegen freue ich mich darüber und das wird auch ziemlich häufig bei mir zum Einsatz kommen. Weiteres Feedback zum Gerät. Mach das beim nächsten Mal mit leicht draufdrücken, dass dann die Lampe angeht und vielleicht sogar die Akku-Kontrollanzeige. Wäre auch schön, wenn die schon beim leichten draufdrücken angehen würde. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Die Lampe wäre mir schon wichtiger, dass die eben angeht, obwohl das Futter sich noch nicht dreht. Und ja, das Zusatzfutter, lasst es einfach weg. Das kostet doch nur Geld. Macht dafür das Ding lieber 20 Euro billiger. Da haben die Leute, glaube ich, mehr von. Ja, so sind wir auch durch mit dem Test. Wie gesagt, das Gerät hier, top. Gefällt mir, Kaufempfehlung. Wenn ihr was braucht für den Hausgebrauch, ist Universal Hammer 18V, so heißt der richtig, genau das richtige Gerät. Ich finde ihn klasse. Und so wenig zu meckern hatte ich, glaube ich, noch nie bei einem Test. Also das Gerät ist wirklich Daumen hoch. Damit sind wir auch beim Ende vom Video und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch auch übrigens einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, das kostet nichts und ich freue mich darüber. Wenn es Fragen, Lob, Kritik gibt, schreibt mir es bitte unten in die Kommentare und wir sehen uns wieder demnächst hier in Ralfs Bastelbude.